Na los, vorwärts! Ach ja, Wasser. Als ich klein war, haben wir Vater und Mutter gespielt. Und wenn ich die Jungs geküsst habe, habe ich nicht viel empfunden. Einmal waren zu wenig Jungs da und ich habe den Vater gespielt. Ich habe ein Mädchen geküsst und das fand ich sehr aufregend. Und danach? Später habe ich dann das erste Mal mit einer Frau geschlafen. Wie alt warst du da? Ich war 16 und sie 22. War das eine von hier? Nein, sie war aus der Stadt wie du. Sie hat in den Ferien ihren Onkel und ihre Tante besucht. Meinen Eltern ist nichts aufgefallen. Sie waren froh, dass ich Kontakt zu einer Studentin hatte. Sie war an der Uni in Limoges. Und später? Was später? Erzähl mir nicht, dass zwischen 16 und jetzt nichts gewesen ist. Später hatte ich wegen einer Frau Liebeskummer. Sie war von hier. Und dann habe ich dich getroffen. Wenn Sie Auto fahren, halten Sie sich doch auch an die Straßenverkehrsordnung. Naja, und der Beifahrer einer schwangeren Frau ist das Leben. Mein Körper ist doch kein Auto! Und wofür demonstriert ihr? Für die Rechte der Frauen. Findest du nicht auch, dass man uns viele Dinge verbietet, nur weil wir Frauen sind? Für freie und kostenlose Abtreibung. Dann bummst nicht mit ein. Lieber Antoine, jeder Tag bringt etwas Neues. Ich habe das Gefühl, 3 Monate in einer Woche zu erleben. Ich habe ein wunderbares Mädchen kennengelernt. Ein erstaunliches Mädchen. Sie heißt Carole. Red keinen Unsinn, du willst da unten doch nicht verrotten. Aber das schafft meine Mutter nicht. Delphine, wir müssen uns sehen. Ich komme zu dir. Wir kennen uns aus einer Frauengruppe. Für Hauswirtschaft? Nein, das ist eine Töpfergruppe für Frauen. Ach, solche Sachen machst du? Ihre Tochter ist sehr begabt. Sie hat eine ganze Reihe hübscher Vasen gemacht. Ist dir klar, dass dich deine Mutter mit Antoine verheiraten und Großmutter werden will? Soll ich ihr denn sagen, dass wir zusammen sind? Ja, klar. Oder willst du sie dein Leben lang anlügen? Antoine! Was willst du? Soll ich dein Alibi sein? Ich fahre gleich zum Markt. Und wenn ich wieder da bin, ist es hier so, als wären sie nie hier gewesen. Wir müssen jetzt gehen. Der Zug kommt. Delphine!